Bei den Anhängern der Krefeld-Pinguine steigt die Vorfreude auf die neue Eishockeysaison. Für besondere Euphorie sorgt die Verpflichtung des Sohnes von Torwartlegende Karel Lang. Für Lukas Lang, der bereits die Erfahrung von knapp 150 DL-Spielen besitzt, geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Seitdem ich meinen Vater damals gesehen habe hier in Krefeld in der Rheinlandhalle, wollte ich immer schon beim KRV spielen. War für mich so ein kleiner Kindstraum, eben mal das Trikot überstreifen zu dürfen. Ich bin froh, dass es jetzt dieses Jahr endlich geklappt hat. Du wirst in der kommenden Saison das Trikot mit der Nummer 1 tragen, das ursprünglich zu Ehren deines Vaters Karel Lang nicht mehr vergeben werden sollte. Ist das für dich in erster Linie eine Freude oder auch Druck? Druck finde ich nicht. Ich denke, Druck ist immer der, den man sich selber macht. Für mich persönlich ist es mehr Stolz, dass ich das Trikot tragen darf. Habe mir vorher die Erlaubnis vom alten Herrn geholt, der hat zugestimmt. Und ich habe die Rückennummer 1 schon seit ewigen Jahren. Und für mich ist es einfach was Besonderes, eben damit zu spielen hier, weil eben das Trikot von meinem Papa oben hängt. Aber dennoch gehe ich die Saison ganz normal an und werde ganz normal versuchen, alles zu geben, wie in anderen Mannschaften auch. Wie hast du denn selber die Karriere deines Vaters miterlebt und konntest du dir das ein oder andere von ihm abschauen und lernen? Ja, ich denke, er hat mir auch über die paar Jahre schon was beigebracht. Abschauen in dem Sinne, dass ich kopiere keinen, versuche auch nicht wie mein Vater oder wer auch immer im Tor zu sein, sondern man guckt sich sicherlich ein, zwei Sachen mal ab. Aber also er hat mir über die Jahre, denke ich, schon was beigebracht. Und es war schön, damals das Ganze mitleben zu dürfen, das alte Eishockey noch in der Rheinlandhalle und so weiter. Also ich habe, denke ich, schon ein bisschen was vom KRV noch mitbekommen. Das freut mich. Wie siehst du deine Einsatzchancen im Duell mit dem tschechischen Goalie Thomas Duba? Wie gesagt, ich gehe die Saison ganz normal an. Ich werde versuchen, mich für Spiele zu empfehlen, alles zu geben und für die Mannschaft da zu sein. Ganz wichtig ist für mich eben, dass wir Spiele gewinnen. Das steht an oberster Stelle. Und wenn Thomas spielt, werde ich ihn unterstützen. Wenn ich spiele, denke ich, wird es genauso sein. Und aufgrund, denke ich, der gleichen Nationalität, denke ich, werden wir uns ganz gut verstehen. Und also ich sehe den Ganzen sehr positiv entgegen. Mit 26 Jahren bist du als Torhüter noch relativ jung. Wo liegen deine Stärken und wo kannst du noch zulegen? Das ist immer so eine Fangfrage. Ich denke, Stärken und Schwächen hat jeder. Zu viel verraten will ich nicht, das sollen die Gegenspieler schon selber rausfinden. Aber im Endeffekt denke ich, ich habe schon auch in der DEL ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, letztes Jahr auch in der zweiten Liga. Und also ich bin auch kein junger Spieler mehr ohne Erfahrung. Das ist vielleicht eine kleine Stärke, dass ich auch weiß mittlerweile, wie man über eine gewisse längere Zeit im Tor stehen kann. Aber ansonsten, wie gesagt, Rest behalte ich für mich. Was für Ziele hast du dir für die kommende Saison gesetzt und was ist mit den Krefeld-Pinguinen möglich? Also möglich ist, denke ich, viel für die Mannschaft, weil man hat ja letztes Jahr gesehen, dass aus einer Truppe, der man wahrscheinlich nicht so viel zugetraut hat, doch ein sehr gutes Ergebnis rausgekommen ist. Und ich denke, die Fans sehen auch, dass hier, denke ich mal, viel talentierte junge Spieler da sind und die Leader sind auch noch da, die jahrelang den Kern der Mannschaft bilden. Und ich denke, man kann was erreichen. Und für mich persönlich ist es im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, ich will so viel spielen wie möglich und 100% geben im Training und im Spiel, dass ich dann eben wieder meine Chance erhalte. Also ich denke da von Spiel zu Spiel.